In diesem Video soll es um das partielle Differenzieren gehen. Partielles Differenzieren bedeutet, dass wir eine Funktion, die von zwei oder mehreren Argumenten abhängig ist, nach einem einzelnen Argument ableiten. Inhaltlich bedeutet es, dass man den Anstieg einer mehrdimensionalen Funktion in Richtung dieser Variable, nach der abgeleitet wird, bestimmt. Rein formal können wir so vorgehen, dass wir die Variable, nach der abgeleitet wird, als Variable beachten und alle anderen Variablen in dieser Situation als Konstanten ansehen. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Ich habe hier die Funktion f von x und y notiert als 5x² mal y plus 3x plus 1 durch y. Diese wollen wir jetzt partiell ableiten. Zuerst vielleicht nach der Variable x. Die Funktion hat ja zwei Argumente, x und y. Nun wollen wir erstmal nach x partiell ableiten. Rein formal würden wir das notieren. Das wäre die Ableitung del f nach del x oder auch f nach x, indem wir das x dort in den Subskript schreiben. Ja, beim Ableiten behandeln wir jetzt nur die Variable x als Variable, y hingegen behandeln wir wie eine Konstante. Wir müssten dann darauf achten, wo überall x in unserer Funktionsvorschrift auftaucht. Hier sind die vorkommenden x mit einer Plus verknüpft, also additiv verknüpft, und deshalb können wir Summand für Summand ableiten. Wenn unser x jetzt auch multiplikativ verknüpft wäre, müssten wir natürlich die Produktregel wieder anwenden. Wenn Sie eine verkettete Funktion für ein x haben, könnten Sie die Kettenregel anwenden. Also alle Regeln des Differenzierens können Sie jetzt genauso auch beim partiellen Differenzieren anwenden, nur dass Sie eben alle anderen Variablen, die nicht x sind, als Konstanten betrachten. Hier kann ich mir den ersten Summanden erstmal anschauen. Y wird als Konstante betrachtet und damit ist es unser x² eine Potenz. Wir könnten die Ableitungsregel für Potenzen verwenden. Und da würden wir erstmal den Koeffizienten abschreiben. Der Koeffizient ist hier 5 mal y. Auch y ist ein Koeffizient, weil es ja ein Faktor ist, mit dem unser x multipliziert wird und als Konstante angesehen wird. Dann würden wir den Exponenten als Faktor dazu nehmen, den Exponenten von x, der ist hier 2, und von x den Exponenten um genau 1 heruntersetzen. Und dann sind wir bei x hoch 2 minus 1, das ist x hoch 1. Das hoch 1 schreiben wir nicht mehr hin, weil wir zu bequem dazu sind. Ja, damit haben wir den ersten Summanden schon abgeleitet, den hätte ich jetzt natürlich noch zusammenfassen können, die 2 mal 5 zu 10, aber das mache ich dann in der nächsten Zeile. Dann könnten wir uns dem zweiten Summanden zuwenden. Die Ableitung von 3x ist 3. Ich denke, das ist selbstverständlich. Und der Summand 1 durch y enthält kein x, fällt damit beim Ableiten heraus. Schreibe ich mal nochmal das Ganze hin. 10y x plus 3. Ja, das wäre unsere partielle Ableitung nach x. Es ist möglich, auch höhere Ableitungen durch partielles Differenzieren zu ermitteln. Ich könnte jetzt diese Funktion f nach x noch einmal nach x partiell ableiten. Wir würden das dann so notieren, die zweite Ableitung f nach xx, indem wir jetzt die Ableitung f nach x noch einmal nach x ableiten. Da schauen wir, wo taucht unser x auf. Wir würden jetzt auch wieder nur x beachten, weil wir ja noch einmal nach x ableiten partiell und y wieder als Konstante betrachten. Unser 10y ist damit der Koeffizient von dem linearen Term 10yx und damit die Ableitung. Die plus 3 fällt beim neuerlichen Ableiten nach x raus. Damit haben wir die zweite Ableitung nach x. Wir könnten unsere Funktion natürlich auch partiell nach y ableiten. Wir könnten so notieren, del f nach del y, oder wir könnten auch f nach y dazu sagen. Und bevor ich das ableite, würde ich die Funktion vielleicht anders hinschreiben, damit wir die Ableitungsregeln für Potenzen direkt anwenden können und nicht auswendig lernen müssen, wie die Ableitung von 1 durch y ist. Dann könnten wir sagen, unsere Funktion, schreiben wir nochmal ab, ist 5x² y plus 3x plus
plus y hoch minus 1. Ja, und nun kommt unser y, nachdem wir jetzt partiell ableiten wollen, im ersten und im dritten Summanden vor. Und die y, die vorkommen, sind additiv verknüpft, können wir also wieder die Summenregel anwenden, jeden Summanden für sich ableiten. Der erste Summand abgeleitet nach y wäre, ja, x betrachten wir als Konstante, dann schreiben wir einfach bloß den Koeffizienten von y ab. Y ist ein linearer Term, hat den Exponenten hoch 1. Und dann wäre die Ableitung 5x². Also das x² schreiben wir genauso ab wie eine Zahl, weil es jetzt als Konstante angesehen wird. Der zweite Summand 3x enthält kein y, ist damit ein absoluter Term, fällt beim Ableiten heraus. Dann haben wir noch y hoch minus 1. Ja, da würden wir den Koeffizienten plus 1 erstmal abschreiben. Ich schreibe ihn nicht ab, er verändert ja nicht den Term. Und dann würden wir mit dem Exponenten minus 1 multiplizieren. Die schreiben wir mal ab. Die 1 ist vielleicht auch schon ein bisschen übertrieben, ja. Und dann würden wir von y den Exponenten um 1 heruntersetzen, von minus 1 auf minus 2. Damit hätten wir unsere partielle Ableitung nach y, vielleicht schreiben wir die nochmal irgendwie ganz bisschen anders auf, wäre f nach y ist gleich 5x² minus y hoch minus 2. Das könnte ich jetzt auch wieder als Bruch aufschreiben, das ist auch y durch 1 durch y², aber das möchte ich nicht, weil ich noch die zweite Ableitung bilden will. Wenn ich jetzt die zweite partielle Ableitung nach y bilde, dann würde ich mich hier wieder auf das y konzentrieren, im zweiten Summanden. Der erste Summand fällt raus. Der zweite Summand hätte erstmal den Koeffizienten minus 1. Das ist das Minus, was davor steht. Dann mit minus 2 multipliziert, das ist der ehemalige Exponent. Und dann von y den Exponenten noch um 1 reduzieren, von minus 2 auf minus 3. Boah, das schreiben wir vielleicht noch anders hin. Das ist dann minus mal minus plus, 1 mal 2 ist 2. Und dann hätten wir hier unser y hoch minus 3. Das können wir auch als Bruch schreiben, 1 durch y hoch 3. Mache ich hier aber mal nicht. Ja, das wäre die zweite partielle Ableitung nach y. Gut, es ist auch noch möglich, sogenannte Kreuzableitungen zu bilden. Dann würden wir die erste Ableitung nach x im Anschluss nach y ableiten. Also die zweite Ableitung dann in eine andere Richtung schauen, sozusagen nach y bilden. Das könnten wir hier von der ersten Ableitung nach x ausgehend mal machen. Dann hätten wir f nach x und jetzt in einem zweiten Schritt nach y abgeleitet. Wenn wir jetzt dieses y als Ziel ansehen, dann müssten wir das y in unserer Funktion uns darauf konzentrieren und x als Konstante ansehen in dem Ausdruck 10yx. Ja, und wenn wir uns das betrachten, dann ist es über y auch wieder ein linearer Term, weil y den Exponenten 1 hat, den wir nur nicht hinschreiben. Und dann ist 10 mal x die Zahl, mit der wir dieses y multipliziert haben, der Koeffizient und damit unsere Ableitung. Die 3 würde herausfallen. Das wäre die sogenannte Kreuzableitung f nach x und y. Die Kreuzableitung könnten wir auch aus der ersten Ableitung, partiellen Ableitung nach y ermitteln, von f nach y ausgehend. Wenn wir jetzt die Kreuzableitung bilden, f nach y und dann nach x, dann gehen wir aus von der ersten partiellen Ableitung nach y, die steht dort, und die würden wir jetzt nach x ableiten. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf unser x und sehen, wenn wir 5x² ableiten, dann ist die Ableitung 10x. Der zweite Summand minus x minus y hoch minus 2 fällt raus, weil er kein x enthält. Wir sehen, dass die beiden Kreuzableitungen f nach x und y und f nach y und x identisch sind. Es kommt jedes Mal 10x raus. Das ist bei den Funktionen, die wir hier betrachten, auch immer so. Ja, das zum partiellen Differenzieren. Das können Sie natürlich jetzt auch mit beliebigen anderen Funktionen machen. Wichtig ist immer, dass Sie den Blick einschränken auf die Variable, nach der Sie partiell ableiten und vor allem alle anderen Variablen eben als Konstanten betrachten. Sie behandeln sie wie Zahlen.